Die Wahrheit ist, wer heute über die Zukunft nachdenkt, muss verstehen, dass man Zukunft nicht auslagern kann, sondern wir können alle Teil davon sein. Aber die Frage ist, welche Zukunft wollen wir haben? Vielen Dank für den Applaus. Der war noch gar nicht notwendig, der Applaus, weil ich habe noch nichts gemacht. Also, wenn der Vortrag gut ist, könnt ihr gerne applaudieren und wenn er schlecht war, bitte auch, aber vorher noch nicht wirklich notwendig. Gut, fangen wir an. Das waren jetzt genau 21 Sekunden, in denen ich nichts gesagt habe. Und gesehen auf eine Lebenszeit von ca. 80 bis 90 Jahren, die wir auf diesem Planeten haben, glaube ich, waren diese 21 Sekunden an Stille gerade eine verschwindend kurze Zeit unserer Lebenszeit. Aber ich habe sogar jetzt in den Gesichtern von den meisten gesehen, dass diese 21 Sekunden an Stille zu viel waren für manche. Zu viel an Ruhe, zu viel an Achtsamkeit, zu viel an, der Typ hat seinen Text vergessen wahrscheinlich. Ich habe es genau gesehen nämlich. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir mit unserem Kopf oder in der heutigen Welt immer ständig mit den Gedanken in der Zukunft sind oder immer in der Vergangenheit, aber aus meiner Sicht viel zu selten an dem einzigen Ort, an dem wir wirklich Dinge verändern können, nämlich im Hier und Jetzt. Wir machen uns ständig Gedanken über die Zukunft. Wir wollen immer wissen, wie die nächsten 20 Jahre aussehen, übersehen aber die Potenziale, die uns heute schon umgeben. Und wir reden oft über die Jugend und sagen, die Jugend ist die Zukunft, aber oft glauben wir, dass das Wissen unserer Vergangenheit irgendwas mit der Zukunft dieser Jugend zum Beispiel zu tun hat. Und was ich heute auch immer öfter merke, ist, dass wir Menschen gar nicht mal dieses Vertrauen in uns haben, sondern oft die Antwort irgendwo im Außen suchen. Wenn ich mit Erwachsenen über die Jugend spreche in der heutigen Welt, gibt es immer dieses Bild von der Jugend, von einem selbstverliebten Haufen, der den ganzen Tag nichts anderes macht als blöde Selfies. Du hörst heute, ja, diese Jugend, ja, das ist unsere Zukunft, aber die starren nur in ihre Mobile-Phones. Und die Wahrheit ist, wir Erwachsenen sind um nichts besser. Das ist ein Foto vom Bahnhof in Berlin. Wir starren genauso in unsere Handys. Und ich glaube, in dieser Welt, wo wir heute manchmal wie Zombies agieren mit unseren Mobile-Phones, sind die einzigen, die wirklich zufrieden sind, das sind, glaube ich, die Menschen, denen plötzlich der Akku ausgeht. Ja. Die gibt es auch noch. Ja. Das sind dann die Menschen, die, wenn die wissen wollen, wie das Wetter ist, keine App brauchen für 4 Euro, sondern einfach aus dem Fenster rausschauen, ja, wenn das möglich wäre. Heute sprechen alle über Digitalisierung und neue Welt der Arbeit und alles muss sich ändern. Ich möchte heute zur Abwechslung mal über was ganz anderes sprechen, und zwar über eine Sache, die uns alle in diesem Raum eint. Und zwar möchte ich die kommenden 45 Minuten dafür nutzen, darüber zu sprechen, was es heute überhaupt noch bedeutet, überhaupt ein Mensch zu sein. Und zwar mit Träumen, mit Hoffnungen und mit Ängsten, die uns vielleicht seit dem Tag unserer Geburt treiben und die uns zu dem gemacht haben, wer wir sind. Die Wahrheit ist, wir leben in der besten aller Welten. Wir haben seit 70 Jahren Frieden in Europa. Wir haben den besten Wohlstand aller Zeiten, aber trotzdem sind wir immer unzufrieden. Wir leben unser Leben wirklich so, als gäbe es noch einen zweiten Planeten und dann irgendwann noch einen Plan B. Ich denke, die größte Frage aktuell ist, wenn wir eines Tages auf unser Leben zurückblicken, dann müssen wir uns die Frage stellen, wessen Leben haben wir gelebt? In wessen Fußstapfen sind wir gegangen und haben wir versucht, unser Leben zu leben oder sind wir zu einem Objekt der Erwartung anderer Menschen geworden? Denn was wir oft übersehen ist, dass es in 100 Jahren uns alle nicht mehr geben wird. Aber das, was wir heute erschaffen, eine neue Welt der Arbeit, eine neue Welt der Gesellschaft, wie wir zusammen interagieren, das sind Dinge, die die nächsten Generationen prägen werden. Und ich selbst mache mir viele Gedanken über die nächsten Generationen. Ich merke natürlich, dass wir Erwachsenen oft glauben, wir sind Experten. Die Wahrheit ist allerdings, dass jeder von uns immer nur das Wissen seiner Vergangenheit hat bis zum heutigen Tag. Aber kein Mensch in diesem Raum weiß, wie die Welt in 30 Jahren aussieht. Und trotzdem glauben wir oft, anderen Menschen Ratschläge geben zu können für ihre Zukunft. Obwohl wir immer nur die Erfolgsmodelle erwähnen, die für uns funktioniert haben. Und ich setze mich aktuell mit dieser Frage, welche Dinge gebe ich weiter, wie präge ich andere Menschen? Das ist gerade aktuell eine Frage, die mich sehr beschäftigt, denn ich bin selbst seit jetzt fast 6 Monaten Vater einer kleinen Tochter. Und wer selbst Kinder hat, weiß selber, du kannst dich darauf vorbereiten, du kannst Ratgeber lesen, das Leben spielt anders mit. Ein bisschen so wie gestern Abend, Essen ist geplant und dann kommt Pizza, ja. Das ist bei Kindern ein bisschen genauso. Ja. Ich habe meiner Frau gesagt, ich würde gerne ein Foto zeigen von meiner Tochter, die heute schon mehr Haare hat als ich am Kopf. Das ist ein bisschen deprimierend. Meine Frau hat gesagt, du kannst gerne ein Foto unserer Tochter zeigen, aber bitte kein Foto, auf dem man ihre Augen offen sieht. Ja. Habe ich gesagt, gut, das schaffe ich irgendwie. Ja. Diesem kleinen Wesen sind Themen wie Wirtschaft, Lehre, Schule, Rente, wie sieht später mal die Arbeitswelt aus, das ist ihr egal. Was ihr wichtig ist, ist das,
was uns allen mal wichtig war, oder auch jedem Lebewesen, glaube ich, wichtig ist: Essen, Schlafen, Kacken und bedingungslose Liebe. Und realistisch gesehen sind wir alle am Tag unserer Geburt ein weißes Blatt Papier. Wir können alles sein, was wir sein wollen. Ich bin viel in Schulen unterwegs und dort höre ich zum Beispiel immer noch diese Geschichten, dass wenn ein Mädchen heute geboren wird in Deutschland, dann hört es zu Hause, du spielst mit Puppen und dein Bruder bekommt Lego-Technik. 20 Jahre später in der Wirtschaft sagen alle Politiker, oh Gott, wir haben viel zu wenige Frauen im Bereich der Technik, wir brauchen jetzt irgendeine Kampagne, eine MINT-Kampagne. Die Wahrheit ist, die ersten Softwareentwickler der Welt, also die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, das haben sich Frauen überlegt, weil das damals für die Männer zu komplex war. Diese Geschichten erzählen wir nicht. Und wenn du dann Kinder konfrontierst mit der Realität, dann merkst du plötzlich, wie sie beginnen, ihr ganzes Denken über den Haufen zu schmeißen. Ich habe ein kleines Gedankenexperiment mitgenommen, das ich gerne mit Erwachsenen mache, aber auch mit Jugendlichen. Und zwar, stellt euch bitte vor, ihr habt ein weißes Blatt Papier vor euch, okay? Und ihr zeichnet jetzt kurz alle ein Haus. Also ihr habt ein weißes Blatt Papier vor euch, gedanklich, zeichnet kurz ein Haus. Nehmt euch 5 bis 10 Sekunden und zeichnet mal ein Haus. Wer länger als 10 Sekunden braucht, hat andere Schwierigkeiten wahrscheinlich. Also, okay, Haus ist gezeichnet. So, merkt euch das bitte kurz. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und in meinem Umfeld haben so ziemlich alle meine Freunde schon Kinder. Und einer meiner besten Freunde, der Bastian Kellhofer, hat 2 kleine Kinder und sein Sohn, der Emil, der hat vor einigen Jahren begonnen zu zeichnen und zu malen. Und wir kennen das, wenn Kinder beginnen zu malen und zu zeichnen, dann sehen die Zeichnungen aus wie von irgendeinem Künstler. Häuser, die sind dann bunt, verschiedenste Farben und Formen. Und der liebe Bastian hat mir vor 2 Jahren im Sommer, das war 2017, hat er mir erzählt, er sieht bei seinem Sohn Emil eine coole Zeichnung, so ähnlich, von einem Haus. Er geht bei seinem Sohn vorbei und sagt zum Emil, Emil, das ist ein schönes Haus und boah, toll, aber du weißt, Fenster sind eckig, die sind nicht rund. Kinder wollen ihren Eltern gefallen, von denen haben wir gelernt, bei Rot bleibst du stehen, bei Grün gehst du über die Straße, bis unsere Mutter vielleicht selber bei Rot über die Straße läuft und wir lernen, es gibt die Regel, aber ich brauche mich jetzt nicht dran halten. Wenn der Emil heute, also wenn sein Sohn heute ein Haus zeichnet, 2 Jahre später, dann sieht das Haus so aus, wie 99% von euch ein Haus zeichnen würden. Das ist ein Viereck, oben ist ein Dreieck, meistens rechts oben der Schornstein und aus irgendeinem Grund sind die Wolken blau, obwohl ich noch nie blaue Wolken gesehen habe in meinem Leben. Und ich kann die Übung machen mit 700 Managern in England, kommt genau dasselbe raus. Wir belohnen sehr wohl Kreativität in der Welt, aber ich glaube oft am falschen Spektrum. Also vor einigen Jahren gab es diesen berühmten Film Herr der Ringe, also diese Dreiteiler, davor gab es das Buch Herr der Ringe. Und Herr der Ringe hat zum Beispiel einen Oscar gewonnen für das beste Bühnenbild, weil im Dorf der Hobbit die Türen und die Fenster rund sind. Wenn das ein Erwachsener macht, nennen wir das kreativ, vergeben einen Oscar. Wenn das ein Kind macht oder jeder Einzelne von euch tut, steht jemand daneben und sagt, das ist nicht die Norm, das ist nicht normal. Zeichne innerhalb der Linien. 30 Jahre später in der Wirtschaft laufen alle aufgescheucht, wir müssen outside of the box denken. Wir brauchen wieder die Kreativität, Menschen, die sich trauen, Fehler zu machen. Dem Kind haben wir beigebracht, wenn du 0 Fehler machst, klopfen wir dir auf die Schulter, du hast ein tolles Zeugnis und dann bist du ready für die Welt. Was wir wirklich in dieser Welt benötigen, ist nicht noch ein Mehr an Technologie, die entwickelt sich sowieso. Also da zu glauben, dass man dabei etwas festhalten kann, das können wir vergessen. Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, wie wir mit Menschen umgehen heute. Ob wir den Menschen wieder zutrauen, sich wieder in die Lage zu versetzen und sich daran zu erinnern, wer wir eigentlich waren. Ich glaube, diese ganzen Themen wie Augenhöhe, Haltung, mit den Menschen wieder in Dialoge gehen, zu verstehen, dass jeder Einzelne um uns herum etwas weiß, eine Sache weiß, die wir nicht wissen. Ich glaube, das sind die großen Ankerpunkte der Zukunft. Und ich möchte ganz ehrlich sein, ich stehe halt gerade hier vor euch, aber ich bin kein Experte. Also, ich bin wirklich kein Experte, ja. Was ich einfach erzähle, ist das Wissen aus den letzten 37 oder 38 Jahren meines Lebens. Und wenn ich manchmal eingeladen werde, sagen die Leute, ja, du bist so ein Internet-Startup-Typ, du hast ja keine Ahnung von der Arbeitswelt. Das ist ziemlich leicht, du hast ein Unternehmen auf die Beine gestellt, ah cool, alle sind happy, alle haben sich lieb und so. Die Wahrheit ist, das stimmt nicht ganz. Also vor 10 Jahren hatte ich auch mal einen richtigen Job, ja, das bin ich. Vor über 10 Jahren, ich war einer der jüngsten Führungskräfte in einem ziemlich großen Konzern mit 30.000 Personen, einem amerikanischen Konzern namens Sun Microsystems. Ich war damals 27 Jahre alt, habe ein technisches Sales-Team aufgebaut, wo alle älter waren als ich. Ich war damals offiziell Global Engagement Manager, weiß ich noch, for Special Projects. Wer kennt den Jobtitel? Ich war im Vertrieb, ich war Verkäufer. Für Hardware- und Software-Systeme, mein ganzes Team, aber wir waren Global Engagement Manager. Aber darüber möchte ich gar nicht sprechen, sondern ein bisschen auch, wie ich da hingekommen bin und was ich eigentlich in dieser Phase meines Lebens damals gelernt habe.
Geboren bin ich im Iran, in Teheran. Und heute würde man sagen, in einer Akademikerfamilie wurde ich hineingeboren. Meine Eltern waren beide Führungskräfte in einem großen Technologiekonzern. Mein Vater hatte auch noch einen eigenen hochtechnischen Background. Das Problem im Iran ist, dass der Iran kein Freiheitsstaat ist. Du kannst nicht auf die Straße gehen und deine Meinung sagen. Meine Eltern taten es trotzdem gegen die Regierung, gegen das Regime, gegen die Unterdrückung und haben gesehen, sie müssen das Land sofort verlassen, sonst überleben sie das nicht. Da gibt es die Todesstrafe für Menschen, die etwas gegen die Regierung sagen. Ich war 3 Jahre alt, als meine Eltern geflohen sind mit mir. Wir sind auf illegalem Weg mit einer Schlepperbande geflohen, haben es zu Fuß geschafft über die grüne Grenze in die Türkei. Von dort aus dann haben uns dann Amnesty International und die UN dann nach Österreich gebracht. Und aufgewachsen bin ich in einem Flüchtlingsheim vor den Toren Wiens. Nach 6 Monaten haben wir endlich die Zusage bekommen, ihr bekommt Asyl, ihr dürft in Europa bleiben. Und ich bin in meinem Leben aufgewachsen als Fremder in einer fremden Welt. Wir sprechen heute in der Welt zwar über Veränderung, aber für mich war das ganz normal, wirklich nicht zu wissen, wie die nächste Woche aussieht. Für mich war das der Grundbaustein meines Lebens. Und von meinen Eltern habe ich relativ früh gelernt, dass wir eine Illusion haben von Sicherheit, aber es gibt so viele äußere Faktoren, die wir nicht bestimmen können. Und dann sind wir ständig enttäuscht von der Welt. Aber die Wahrheit ist, dass die Enttäuschung auch das Beste ist, was uns passieren kann. Denn es ist das Ende unserer Täuschung, die uns dazu zwingt, wirklich die Welt mit den Dingen, also so zu sehen, wie sie wirklich ist. Ich bin aufgewachsen in Österreich und ich habe all diese Sachen durchgemacht, die man so klassisch hat als Flüchtlingskind. Ja. Du ziehst irgendwie 3-mal im Jahr um. Als ich 10 Jahre alt war, hatten wir schon 13 Wohnungen hinter uns. Meine Klamotten bis zu meinem 13. Lebensjahr waren von der Caritas und vom Roten Kreuz. Ich weiß noch, ich habe mit 13 Jahren meine ersten eigenen Turnschuhe bekommen, die nur mir gehört haben. Die waren neu gekauft von meinem Onkel aus Italien. Und ich war so stolz auf meine ersten Turnschuhe, dass ich eine Woche lang damit im Bett gepennt habe. Ja. Das war so geil, meine ersten Schuhe. Ja. Und in dieser Phase, dann so mit 14 Jahren in der Schule, ging dann diese Phase los, was willst du aus deinem Leben machen? Alle Erwachsenen üben Druck aus, du musst wissen, was du in 10 Jahren machst nach dem Abi. Die Wahrheit ist, kein Mensch weiß, was wir in 10 Jahren machen. Und die Erwachsenen hatten auch keine Übersicht über alle Jobs in der Welt. Und in der Schule hast du für alles ein Buch. Für Mathe, für Deutsch, für Englisch, für alles hast du ein Buch. Aber du hast kein Buch für die wichtigste Frage des Lebens, was will ich aus meinem Leben machen? Und wir hatten in der Schule diese Poesiealben, diese Freundschaftsbücher, wo alle Kinder irgendwie reinschreiben, das ist mein Lieblingsessen, meine Lieblingspizza, meine Lieblingsmusik und so ein Zeug. Und ich habe damals gesagt, warum gibt es nicht so ein Buch für Erwachsene? Jeder, der einen Job hat, schreibt in so einem Buch immer dieselben Antworten quasi oder dieselben Fragen werden beantwortet zu meinem Tagesablauf, zu meinem Job, zu meinem Werdegang, was ist cool in meinem Job, was ist schlecht in meinem Job und so weiter. Und ich habe meinen Lehrern damals gesagt, warum haben wir kein Handbuch mit Lebensgeschichten, wo wir Schüler lernen können, welche Jobs es da draußen gibt und wie man da hinkommt. Und damals gab es aber kein Internet. Die konnten sich nicht vorstellen, dass die Welt eines Tages wirklich zusammenhängt und man auch Content leicht generieren kann. Und deshalb wurde mir als Kind damals von den Experten gesagt, vergiss das, Ali. Werd mal erwachsen, dann wirst du sehen, wie das schon ist. Wie soll das funktionieren? So Geschichten aus der ganzen Welt einfangen. Weißt du, wie teuer sowas ist? Und als Kind glaubst du das natürlich. Wenn man dir sagt, das ist die Grenze, dann denkst du dir, die haben schon recht. Eine andere Sache, die mein Leben zu diesem Zeitpunkt geprägt hat, war, dass mein Vater die Flucht nicht gut überstanden hat aus dem Iran. Also im Iran war er Manager und alles und nach der Flucht war er hochtraumatisiert. Er hat es nie wieder geschafft, irgendwas auf die Reihe zu bekommen, wurde psychisch schwer krank. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, ich war 13 Jahre alt und das war ein Schock für mich. Und ich habe plötzlich aufgehört zu sprechen. Also ich konnte wochenlang kein Wort sagen, danach wurde es besser. Aber ich habe über 10 Jahre meines Lebens gestottert, bis ich 23 oder 24 Jahre alt war. Und wenn du in der Schule stotterst, in einer Schule, wo fast nur Jungs waren, ich war in einer technischen Schule für Bauwesen, da waren fast nur Jungs. Und wenn du dort stotterst, bist du tot. Also Jugendliche machen dich fertig. Ja? So, ach, der Malocci, der kann schon wieder nicht reden. Ja? Und ich hatte so Panik vor der Schule. Ich habe viel Schulgeschwänzt, ich hatte offiziell eine Lernschwäche, dann irgendwann auch ADHS, dann hat das Bild irgendwie gepasst. Und also das war dann so perfekt. Also deshalb kann er nicht, ja, er passt. Ja? Und ein halbes Jahr vom Abi habe ich die Schule hingeschmissen, weil ich einfach Angst hatte vor den mündlichen Prüfungen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dein Name Ali Malocci ist, du Flüchtling bist, Schulabbrecher, auch noch stotterst, sagt kein Mensch zu dir, oh, du hast die Schule hingeschmissen, ah, du hast Potenzial. Ja, du bist sicher der Richtige für uns. Ja. Was ich damals gelernt habe, ist, dass du dich am Tag wirklich 20 Mal bewirbst und du bekommst 20 Absagen. Aber was ich damals gelernt habe, war, wenn 20 Menschen sich bewerben auf etwas und sie bekommen eine Absage, dann sagen die meisten, das wird nichts. Wenn aber einer aus diesen 20 Personen sich ein zweites Mal bewirbt oder nochmal dranbleibt, dann hat er 19 andere Menschen abgehängt. Und das wurde damals in meinem Leben so meine Triebfeder, die Dinge so lange zu versuchen, bis irgendwann klappt.
Und ich habe in meinem Leben ganz viele Jobs gemacht zu diesem Zeitpunkt. Ich habe Boden geputzt, ich war Briefträger, ich war Security, ja. Damals, ja, oder habe es versucht, ja, sagen wir es mal so. Ich habe in Apotheken gearbeitet und habe Pulver gemischt, ja. Da hatte ich auch noch Haare am Kopf, ja. Das war ein Job, da bin ich jeden Tag um 5.30 Uhr bin ich im Labor gewesen, um 6 Uhr haben wir begonnen und ich habe chinesische TCM-Granulate gemischt und mit einem eigenen Lack überzogen. Wir hatten zwar eine Gasmaske, also eine Maske fürs Gesicht, aber nichts für die Hände. Das heißt, ich habe heute noch Hautverätzungen von damals und ich bin dankbar, dass dieser Job damals echt so Mist war, weil ich damals gezwungen war, mir Gedanken zu machen über meine Zukunft. Und ich habe damals beschlossen, irgendwas zu machen aus meinem Leben. Und Bildung in Europa ist fast kostenlos. Das Einzige, was du wirklich investieren musst, ist deine Lebenszeit und du musst es durchziehen. Ich habe damals jeden Tag bis 17 Uhr gearbeitet circa und bin dann von 18 Uhr bis 22 Uhr auf eine Abendschule gegangen, habe mein Abi nachgeholt mit Schwerpunkt Software Engineering, habe das dann irgendwie geschafft, weil es mich interessiert hat, war plötzlich einer der besten Schüler, habe dann fertig studiert, habe einen Bachelor of Science gemacht, auch für Software Engineering, alles berufsbegleitend und dann, wenn du offiziell in dieser Welt deine ganzen Ausbildungen hast, dann bist du bereit für den Arbeitsmarkt, offiziell. Ich bin dann zu Siemens gegangen, bin dort ausgebildet worden zum Unternehmensberater mit Schwerpunkt SAP-Transformation, bin dann abgeworben worden eben von diesem Unternehmen hier. Und wenn ihr den Typen anseht und mich anseht, wir haben ja nichts mehr gemeinsam. Also der Typ hat damals, das kennt man in diesen klassischen großen Unternehmen, fettes Firmenauto, Aktienoptionen, coole Jobtitel. Aber der Typ hier oben war damals wahrscheinlich das größte Arschloch hier im Raum. Weil ich muss ganz ehrlich sein, ich habe damals nur für die Kohle gearbeitet. Wenn du 27 Jahre alt bist und Menschen erzählen dir, das ist Karriere, jetzt hast du es geschafft, dann glaubst du das, auch wenn deine Augen nicht strahlen bei deiner Arbeit. Im Unternehmen sind nur die Fetzen geflogen, Ellbogentaktik, das Unternehmen stand kurz vorm Verkauf. Es ging nur mehr darum, wer hat das bessere Auto, es ging gar nicht mehr darum, Gemeinschaften zu bilden. Was ist damals passiert? Ich hatte das Riesenglück, dass das Leben mir eine zweite Chance gegeben hat. Also im Nachhinein versteht man das Leben immer, im Voraus ist es eine Katastrophe. Mein Vater starb plötzlich im Alter von 53 Jahren von heute auf morgen. Und ich stand im Krankenhaus, sah den Arzt an, der mich ein paar Stunden zuvor angerufen hat und sagte zu ihm, bitte, wie ist das passiert? Er erklärt mir das Ganze, Herzstillstand und. Und ich sage zu ihm so nebenbei, ich konnte mich nicht mal verabschieden. Und der Arzt sieht mich an und sagt, Herr Malocci, das können die wenigsten. Und das hat mein Leben damals verändert, also dieser Spruch. Ja. Und wer mich heute kennt, weiß, ich umarme alle Menschen, mit denen ich irgendwie eine halbwegs eine gute Beziehung habe, weil ich weiß, vielleicht sehe ich den nie wieder. Und ich habe damals einen Burnout bekommen, so diesen klassischen Burnout. Du bekommst Medikamente, du kannst keine einzige E-Mail mehr beantworten. Du kannst zwar andere Dinge machen, du kannst irgendwie rausgehen und ums Haus laufen, das geht, aber kaum musst du irgendwas Arbeitsmäßiges machen, zieht sich alles zusammen. Ich wurde damals krankgeschrieben für fast ein halbes Jahr. Habe damals meinen Job verloren. Meine damalige Freundin, die gesagt hat, ich möchte Kinder von dir, hat einen Monat später Schluss gemacht, weil ich irgendwie doch nicht ins Schema gepasst habe. Ja. Und plötzlich damals in den Augen der Gesellschaft hatte ich alle irgendwie enttäuscht. Und was ich damals gelernt habe ist, wenn niemand mehr eine Erwartung an dich hat, dann bist du frei. Weil dann kannst du machen, was du möchtest, du kannst ja niemanden mehr enttäuschen. Und damals hatte ich das Glück, dass ich in einer Gesprächstherapie war und der Psychologe hat damals zu mir gesagt, was wollen Sie aus Ihrem Leben machen? Wer wollen Sie sein? Und ich habe mir wirklich Zeit genommen, darüber nachgedacht mit Freunden, habe mich wochenlang zurückgezogen und habe mich daran erinnert, dass ich als Kind in der Schule immer Angst hatte, aber es gab mindestens immer einen Lehrer, der bedingungslos an mich geglaubt hat. Und das Verrückte im Bildungswesen ist, wenn wir Lehrer sehen, die vor 20 oder 30 Jugendlichen stehen, dann stehen die vor 20 bis 30 menschlichen Schicksalen. Wenn die es schaffen, einer Person etwas mitzugeben fürs Leben, haben sie das Leben einer erwachsenen Person später für immer geprägt. Eine erwachsene Person, die dann später mal vielleicht Kinder hat oder irgendwas in diese Welt bringt. Und wir Erwachsenen erinnern uns immer an den schlimmsten Lehrer oder an den besten Lehrer. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach der beste Lehrer sein und hatte dann das Glück, in einem Gymnasium zu unterrichten im Bereich Mediendesign. Und es war der coolste Job meines Lebens, aber mit Abstand auch der härteste Job meines Lebens. Die waren alle 16, 17, voll die Pubertät, der eine verknallt sich in dich, ja. Du bist Vaterersatz, du bist Mamaersatz, die haben psychische Probleme, die haben Schlägereien und du sollst auch noch irgendwie Stoff vermitteln. Ja. Aber es war ein sehr dankbarer Job. Und das Verrückte war, alle meine Schüler zu diesem Zeitpunkt hatten schon ein Handy. Die hatten alle Handys in der Hosentasche, aber wenn ich sie gefragt habe, was wollt ihr aus eurem Leben mal machen, haben sie mir dieselben Antworten gegeben, die ich meinen Lehrern gegeben habe. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich habe zwar diese Interessen, aber meine Mutter sagt, vergiss das, das ist kein richtiger Job. Ich würde ja gern das machen, aber meine Oma sagt zu mir, ach, mach was Richtiges. Und ich habe mir gedacht, das ist doch verrückt. Wir haben immer noch diese Problematik der Berufsorientierungslosigkeit, obwohl die das Wissen der Welt in ihrer Hosentasche haben. Meine Jugendlichen haben damals das Handy nur verwendet für Selfies und für Katzenfotos. So wie ich heute. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht. Die haben das Zeug in ihrer Hosentasche, die müssen das nutzen.
Und was man vielleicht auch wissen muss, ist, wenn du oft mit Menschen sprichst, die ihr Ding irgendwie durchziehen oder die an etwas glauben, dann ist es wichtig, mit den Menschen zu sprechen, was sie antreibt. Der eine nennt es sein Warum, der andere nennt es Sinn, wofür, egal wie man das nennt. Ich glaube aber, dass unsere Geschichte uns prägt, dass wir zu diesem Sinn kommen. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich relativ früh in meinem Leben eine Vision für die Welt entwickelt, die, glaube ich, in jeder Zelle meines Körpers drin ist. Ich habe einfach damals für mich herausgefunden oder beschlossen, dass ich eine Welt haben möchte, in der es egal sein muss, woher du kommst, auf welchen Vornamen du hörst, ob du eine geistige Behinderung hast oder körperliche Behinderung. Du musst in deiner Lebenszeit die Chance haben zu entdecken, was es gibt, aber auch, du musst aber auch dieses Recht haben, auch diesen Weg zu gehen, wenn du das möchtest. Und dann stehst du in der Schule und die Kinder sagen, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und ich habe dann irgendwie kombiniert, na gut, das Internet ist da, das Problem gibt es immer noch. Ja? Und ich hatte als Kind diese Idee mit diesem Handbuch der Lebensgeschichten. Nur bevor ich jetzt ein Buch für die Kinder mache, das vielleicht langweilig ist, soll ich das Ganze online machen. Und ich habe damals ein Konzept entwickelt als Lehrer und habe gesagt, ich baue eine Online-Plattform, auf der einfach Menschen, die einen Job haben, egal ob Präsident oder Azubi, die erzählen einfach anhand von Videos, was sie im Job machen, wie sie da hingekommen sind und geben ein paar Einblicke in ihr Leben. Und das war ein Konzept und viele haben zu mir gesagt, ach du mit deinem Konzept, wenn deine Idee so gut wäre, hätte das ja schon jemand gemacht, ja, in der Politik oder im Silicon Valley. Und es geht nicht darum zu hören, was wäre wenn, sondern die Dinge, glaube ich, einfach zu machen. Das haben wir auch gestern gehört. Nur zu sagen, wir wollen das verändern, bringt genau gar nichts. Ich glaube, die Execution in dieser Welt ist das Wichtigste. Und meine Execution war damals, ich hab heiße 400 Euro investiert für eine kleine Kamera und bin auf die Straße gegangen und habe fremde Leute interviewt. Ich habe einfach eine Kamera aufgestellt, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und habe den Leuten gesagt, ich will die Welt retten und die haben gesagt, mit der Kamera. Und ich habe gesagt, wenn deine Geschichte einen Jugendlichen inspiriert, sich für diesen Job zu interessieren, dann habe ich die Welt von diesem Jugendlichen sehr wohl gerettet. Und 7 Milliarden Menschen zu retten, das ist pervers und krank, ja, das ist schon übergriffig. Aber eine Person jeden Tag irgendwie ihr zu zeigen, was sie vielleicht nicht sieht, ich glaube, das kann man schon machen. Und wir haben damals begonnen und das Coole war damals, ich war so naiv und auch die Freunde, die mir geholfen haben, wir waren so naiv zu glauben, dass es funktioniert. Und ich glaube, was wir heute wirklich brauchen in der Welt, egal in welchem Workshop ihr jetzt gestern drinnen wart, diese Naivität zu glauben, dass es funktioniert, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Grundbausteine für Menschen, die glauben, Experten dieser Arbeitswelt zu sein. Wir haben nämlich absolut keine Ahnung, wie die Arbeitswelt in 40 Jahren sein wird, aber ich denke, wir müssen mal irgendwo anfangen. Und ich habe damals diese kleine Website programmiert, ich hatte ja eine technische Schule gemacht, ich konnte ein bisschen programmieren, habe diese Website irgendwie gebaut und Videos online gestellt. Skifahrer, Tischler, Straßenbahnfahrer und das ging so weiter. Irgendwann auch bekanntere Leute wie Fußballer zum Beispiel. Und das Ganze ist dann irgendwann entwickelt, also hat sich schnell entwickelt, weil viele Menschen mit dieser Sinnfrage, eine Welt zu haben, in der diese Chancengleichheit da ist, plötzlich zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie wollen mir helfen. Und wir waren plötzlich ein ehrenamtliches Team und aus dieser kleinen Plattform mit Anfang 17 Videos ist dann doch relativ schnell eine Plattform entstanden mit jetzt mittlerweile über 7000 Videos aus über 100 Nationen dieser Welt. Und was eben alle diese Menschen gemeinsam haben, egal ob Azubi oder Präsident, sie beantworten immer dieselben Fragen zu ihrem Werdegang, zu ihrem Joballtag, die coolen Seiten im Job, die schlechten Seiten im Job, was sie im Leben anders machen würden und so weiter. Und ich habe mein Leben lang immer gedacht, naja, die Menschen, die einen Sinn im Job haben, das sind immer so die Unternehmer, die ganzen Querdenker, aber doch nicht jemand, der einen Standardjob macht. Und ich war so arrogant, das wirklich zu glauben. Und Gott sei Dank haben wir dann damals diese Interviews geführt und sind auch wirklich in die breite Gesellschaft gegangen. Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen, wo wir vielleicht oft den Sinn nicht erkennen würden. Wer ist denn schon mal in Wien gewesen? Ja, gut. Wer ist da schon mal mit der U-Bahn gefahren oder überhaupt in seinem Leben schon mal mit der U-Bahn gefahren? Okay, für alle, die nicht aufzeigen, das ist so ein großer silberner Kasten unter der Erde. Ja. Das ist die U-Bahn in Wien, also die U4-Linie. Und die transportiert jedes Jahr ungefähr 130 Millionen Menschen. Das ist nicht wenig. Und da vorne sitzt ein Mensch. Und wenn ihr schon mal in Wien wart, Wien ist irgendwie jedes Jahr die lebenswerteste Stadt der Welt, aber hat immer die Menschen, die am meisten unzufrieden sind. Also in Wien kommt die U-Bahn alle 3-4 Minuten und wehe, das Ding springt auf 7 Minuten. Alle die Handys raus. Oh Gott, was so eine Katastrophe. Ja. Ich glaube manchmal, dass Social Media nur erfunden wurde für die Wiener, damit sie schimpfen über die U-Bahn. Da vorne sitzt ein Mensch. Niemand würde zu einem Kind sagen, hey, du hast tolle Schulnoten, du hast Talent, werd U-Bahn-Fahrer. Wird kein Mensch sagen, niemand. Und ich war auch immer so einer, ach, U-Bahn-Fahrer, der sitzt da vorne, drückt ein paar Knöpfe, fährt durch einen Tunnel, ist dunkel und ab und zu ist hell und da stehen ein paar Leute. Das war meine Sichtweise. Und dann hatte ich echt Glück, wir haben einen Typen kennengelernt, namens Patrick Czerny, ein echter Wiener. Und der hatte an diesem Tag Zeit, als wir gesagt haben, wir würden gerne U-Bahn-Fahrer interviewen. Und ich bin zu dem Interview gegangen und habe mir gedacht, ja, was soll der uns über das Leben erzählen? Und ich spiele euch jetzt kurz 56 Sekunden vor. Also ich muss mal sagen, ich bin
einmal allgemein betrachtet auch schon ein bisschen vorbelastet, auch bei mir bei der Familie. Bei mir war der Großvater, Urgroßvater und der Ururgroßvater bei der Straßenbahn. Habe dadurch schon, vor allem von meinem Großvater halt, sehr, sehr viele Geschichten über die Straßenbahn gehört und so. Bin damit eigentlich groß geworden. Und es hat mich dadurch immer schon gereizt. Also es war immer schon ein Thema, das mich halt sehr interessiert hat. Und ich bin halt dann zur U-Bahn gekommen und mir gefällt es einfach, die Stadt zu bewegen. Ja. Ich sag mal, ohne öffentlichen Verkehr würde es drunter und drüber gehen, es wird gar nicht gehen. Ich kann einfach ein Teil davon sein. Ja. Und das ist einfach wirklich, so blöd das klingt, das ist ein Highlight, wenn man noch auf jemanden wartet, ja, und der sich richtig bedankt und so richtig freudestrahlend und sagt, ja, super, danke, Herr Fahrer, dass Sie auf mich gewartet haben. Vor allem die älteren Leute machen das halt sehr, sehr oft, da kommen sie noch vor. Und es ist halt wirklich super, das baut einen noch wirklich auf. Und wenn man wirklich einen schlechten Tag hat und dann kommt sowas, dann sitzt man halt wieder freudestrahlend in der U-Bahn drinnen. Ne. Es war niemand von der Kommunikationsabteilung dabei, niemand von der HR, es gab kein Skript, es war ein One-Shot. Und wir haben das dann intern gezeigt, seinen Kollegen der HR-Abteilung, der Kommunikationsabteilung, die haben gesagt, was? Solche Menschen haben wir bei uns? Ist kein Spaß, kein Spaß. Und dann sprichst du mit ihm und er sagt, naja, niemand fragt danach. Und das hat jetzt nichts mit den Widerlinien zu tun. In jedem Unternehmen haben wir Menschen, die sich jeden Tag Gedanken machen. Und wenn man ihnen den Raum gibt, darüber zu sprechen, ich meine, wir haben 7000 Interviews geführt, es gibt niemanden, der sich keine Gedanken jeden Tag macht, nur wir machen es nie zum Thema. Und dann gehen wir davon aus, dass sich Menschen keine Gedanken machen, wenn sie Jobs haben, die ja niemand möchte. Was ich auf dieser Reise bei Watcher Do auch gemerkt habe, ist, dass eine Idee selbst genau nichts wert ist. 99% ist die Umsetzung und dass du Menschen in deinem Leben hast, die das ausgleichen, was du nicht kannst. Wir sollten aufhören, an unseren Schwächen zu arbeiten, sondern unsere Stärken fokussieren und für das, wo wir noch nicht gut sind, Menschen holen, die dieselbe Richtung blicken. Und ich habe damals in meiner Zeit als CEO das Team aufgebaut auf ca. 30 Personen damals, vom Alter von 17 Jahren bis Mitarbeiter, die 55 Jahre alt waren und zwei Kinder hatten, also ganz viele Generationen. Und es wäre einfach gewesen, sich zurückzulehnen und zu sagen, ah, jetzt funktioniert das Ding irgendwie und super und toll. Nur ich habe in meinem Leben immer gelernt, dass das eigentliche Leben immer Wachstum bedeutet, auch wenn es manchmal vielleicht wehtut. Und irgendwann habe ich mir dann das Projekt angesehen und mein Ziel bei Watcher Do war eines Tages 100 Videos zu haben. Das war mein erklärtes Ziel. Ich habe gesagt, eines Tages will ich 100 Videos haben aus allen Kontinenten. Einige, aber insgesamt 100 Videos. Und dann irgendwann merkst du, das ist eine Firma geworden, Management und. Und ich habe gemerkt, ich bin jemand, hier zu sitzen und das Ganze zu verwalten, das können andere besser. Ich muss aus meinem Leben etwas anderes machen. Und da war wieder dieses innere Ding, gut, und was machst du jetzt aus deinem Leben? Und ich habe aus all diesen Geschichten bei Watcher Do und wenn du mit Menschen sprichst, eines gelernt. Um wirklich langfristig Dinge umzusetzen, die schwierig sind, musst du etwas tun, was dir Spaß macht. Ja, das muss, also das ist jetzt keine Aussage, finde etwas, was dir Spaß macht und machst du den Rest deines Lebens. Nein, im Leben kommen Phasen, die sind so hart, wo du in der Früh aufstehst und sagst, das ist beschissen. Und da muss es dir Spaß machen, weil sonst gibst du auf. Das ist eine ziemlich einfache Rechnung. Und das Zweite war für mich immer, ich wollte immer eine Sache machen, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte, dass in meinem Umfeld, also nicht die ganze Welt besser wird, das reicht schon in der Nachbarschaft, aber immer die Dinge ein bisschen besser werden, wenn ich vielleicht dort interagiert habe. Und ich habe in meiner Reise auch gelernt, dass es drei Fragen gab, die ich mir immer stellen wollte. Und witzigerweise auch gestern in einigen Workshops kam das genauso vor. Die erste Frage war überhaupt, was treibt mich an? Was ist mein großes Visionsbild? Habe ich euch schon erzählt, ja? Dass jeder Mensch diese Chancengleichheit irgendwo haben sollte. Das zweite war, was will ich eigentlich machen? Also wo liegt meine Energie? Was macht mir am meisten Spaß? Das war, ich habe gemerkt, bei Kindern, allein die Erfahrungen, die ich durchgemacht habe als Kind, mit schlechten Noten und, wie ich da rausgekommen bin, das kann Kindern helfen. Und für Leute, die Unternehmen aufbauen, habe ich gemerkt, dass meine Erfahrungen auch helfen können und habe mir gedacht, falls ich die Erfahrung weitergeben kann, ist, glaube ich, immer eine schöne Sache im Leben. Und das dritte war, wie will ich das machen? Also was mir am meisten Spaß macht, ist der Dialog mit Menschen, auf Augenhöhe sprechen. Und das wollte ich kombinieren. Und dann wollte ich natürlich auch noch aus meinen Erfahrungen lernen, ein bisschen diese Gesellschaft mitzuprägen. Und die Wahrheit ist, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, haben wir alle Potenziale. Wir können alles sein, was wir sein wollen. Und dann werden wir vorbereitet auf die echte Welt. Später mal in der Gesellschaft, ja, ein Teil der Gesellschaft zu sein, einen guten Job zu haben. Dort warten Führungskräfte auf uns, ja, dort warten HR-Kräfte auf uns, dort wartet eben die Welt, die echte, von der wir gerne reden. Oder wir werden vielleicht Unternehmer. Was wir oft übersehen ist aber, dass es in dieser Mitte einen großen Teil gibt, der uns begleitet in diesem Leben. Und dort sind Menschen, denen wir oft wichtig sind. Das sind Lehrer, das sind Eltern, aber natürlich auch die Politik mit ihren Rahmenbedingungen. Und in Afrika sagt man sehr oft diesen Spruch, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ich habe damals zu mir gesagt, ich möchte meine Lebensaufgabe dahin setzen, Dinge in die Welt zu bringen, die dieses Dorf bespielen, also in alle Bereiche zu gehen. Und habe dann relativ schnell, als ich bei Watcher Do dann gewusst habe, ich höre dort auf, gehe als CEO zurück, gehe aus dem Management zurück, mir überlegt, wie kann ich das am besten machen. Und ich habe drei
Phasen meines Lebens, wo ich arbeite, oder drei Fundamente eigentlich. Das eine ist, ich bin europäischer Jugendbotschafter seit 2013 und bin viel in Schulen unterwegs. Das heißt, falls jemand im Publikum unter 30 ist, ich bin euer Vertreter in der EU. Das heißt, falls ihr Stress habt mit der EU, sagt mir das, ja. Ob die dann auf mich hören, ist eine andere Sache, ja. Das zweite ist, ich arbeite ganz viel im Bereich neue Welt der Arbeit und wie sieht die aus, schreibe dazu auch ein paar Bücher. Und das dritte ist, ich habe in der Akademie von Professor Gerald Hüther, in der Akademie für Potenzialentfaltung, Anfang Jänner die komplette Leitung übernommen für den Bildungsbereich und arbeite dann dort eben mit Lehrern und viel in diesem Bereich. Das Coolste aber ist natürlich, wenn ich mit Jugendlichen arbeiten kann. Ich habe bis jetzt über 90.000 Jugendliche ungefähr besucht. Ich war jetzt, letzte Woche hatte ich wieder eine Tour durch Deutschland, diese Woche war ich in Hamburg in Schulen. Und das Coole ist, manchmal, ich komme in die Schulen und dann hörst du so Dinge wie, ach, diese Jugendlichen, die haben keinen Bock oder die wollen nicht. Ein bisschen so wie Führungskräfte über ihre Mitarbeiter sprechen im Change-Prozess. Die haben keinen Bock, die wollen nicht. Ja, kein Potenzial, aus dem wird nichts. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Jugendlichen erlebt, der nicht will oder der nicht kann, sondern nur junge Menschen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Wenn du dann an dem Selbstwert dieser Person arbeitest, diesem Jugendlichen klar machst, ich als Erwachsener kann mehr von dir lernen als du von mir. Ich bin zwar älter als du, aber das ist ein Zufall, weil sich meine Eltern früher kennengelernt haben. Und diesem Jugendlichen zum ersten Mal wirklich auf Augenhöhe begegnest und dem wirklich Raum gibst und wirklich akzeptierst, was der sagt und wirklich respektierst und in einen Dialog gehst und dich auch hinterfragen lässt, du merkst innerhalb von wirklich kurzer Zeit, wie diese Menschen plötzlich wachsen. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe heute. Jetzt stehe ich natürlich vor euch und rede zu Erwachsenen. Bei Jugendlichen ist es ein bisschen anders. Das waren zum Beispiel 1500 Jugendliche in Hamburg, war das vor, glaube ich, ein Jahr oder zwei. Und da geht es wirklich darum, etwas zu tun für die Zukunft. Weil all diese Menschen sitzen in den nächsten 5 Jahren bei euch in den Unternehmen. Das sind die Erwachsenen der Zukunft. Das ist ihnen nicht bewusst und oft den Menschen in den Unternehmen eigentlich auch nicht. Und dann wundern wir uns über den Verfall der Generationen. Wenn ich in diesen Schulen aber auch oft bin, merke ich oft, dass die Menschen manchmal Angst vor der Zukunft haben, weil man ihnen natürlich sagt, du brauchst einen geraden Lebenslauf. Du machst die Schule fertig, dann vielleicht die Uni, dann hast du eine tolle Ausbildung, du gehst zu einem Unternehmen und du arbeitest dich dann nach oben und bist irgendwann irgendwie der Chef und dann kommt endlich die Rente. Das habe ich wirklich auch mein ganzes Leben lang geglaubt. Ich habe mein Leben lang gedacht, dass ich ein Fehler im System bin. Schulabbrecher, Flüchtlinge, das geht ja gar nicht, laut Statistik geht ja schon alles nicht. Das Verrückte ist, wir haben bei WatcherDo mit über 7000 Menschen gesprochen, aus über 100 Nationen, aus allen Hierarchiestufen. Über 85% der Menschen haben uns erzählt, dass ihr Leben keine gerade Linie war, sondern die haben uns erzählt, dass ihr Leben ein Zickzackkurs war. Und diese Erkenntnis bringt mich zu einer anderen Sichtweise auf die Welt, die wir uns viel öfter ansehen sollten, wenn es um Veränderung geht oder ob wir mit den Zufällen des Lebens eigentlich umgehen können. Wie unser Leben begonnen hat, das haben wir uns nicht ausgesucht. Unsere Hautfarbe, unsere Haarfarbe, unser Geschlecht, Alter, Vorname, sind irgendwo die Zufälle. Niemand hatte bei seiner Geburt so eine Checklist, ich möchte Ali heißen oder Stefan. Hätte ich gewusst, meine Eltern fliehen aus dem Iran, hätte ich schon gesagt, Mama, Papa, bitte nicht Ali Malocci, sondern vielleicht Herr Hans Müller. Ja, das wäre cooler, wenn wir nach Österreich fliehen. Aber das suchst du dir nicht aus. Das Leben beginnt mit einem Zufall und auf der anderen Seite wissen wir nicht, ob wir 85 werden oder 113, also ich will 113 werden, ja. Aber ich könnte morgen einen Autounfall haben und der ganze Spaß ist vorbei. Das Leben beginnt mit einem Zufall und es endet so gesehen auch in vielen Bereichen, kognitiv gesehen, mit einem Zufall. Und wir glauben aber in der Mitte, Pläne machen zu können für die nächsten 20 Jahre. Obwohl, wenn wir uns die echten Fundamente unseres Lebens ansehen, zum Beispiel der beste Freund, die eigene Ehefrau, der Ehemann, der Lieblingsarbeitskollege, der uns so wichtig ist, diese Menschen, die solche Fundamente in unserem Leben sind, waren eines Tages fremde Menschen in unserem Leben. Wir haben nicht geplant, dass wir unsere Traumfrau am Freitag um 21.13 Uhr kennenlernen, sondern was wir getan haben, ist, wir haben uns auf den Zufall des Lebens eingelassen. Wir haben versucht, eine Beziehung aufzubauen. Wir haben gelernt, unsere Vorurteile zurückzunehmen, die andere Person auch. Und was passiert ist, durch diese Reibepunkte, aber auch dieses gemeinsame Anliegen, dass die Beziehung gelingt, was dadurch passiert ist, dass aus zwei verschiedenen Lebenswelten plötzlich eine Lebenswelt geworden ist. Und in dieser haben wir plötzlich Wege, Möglichkeiten oder Kreuzungen entdeckt, die jeder von uns alleine niemals entdeckt hätte. 20 Jahre später oder 10 Jahre später blickt man den besten Freund an und sagt, ach, hättest du gedacht, dass wir uns zufällig kennenlernen? Wenn du mit Menschen heute sprichst und sie fragst, hast du mit 14 Jahren gewusst, wo du heute bist? Die meisten Erwachsenen lachen dich aus und sagen, das, was ich heute tue, das hätte ich nicht planen können. Ich hatte Pläne, aber das Leben kommt in den Weg. Und wir wissen das, aber wir handeln nicht so. Aber wir müssen dieses Wissen, dass wir fähig sind, die Bälle des Lebens zu jonglieren, die müssen wir langsam, also diese Erkenntnis sollten wir langsam wieder zu unserem täglichen Fundament machen, dass wir diese Fähigkeit haben. Denn wir stehen gerade gesellschaftlich an einem Punkt, wo die Welt irgendwie nach Osten hin gesehen, laut Medien, droht, auseinanderzufallen.
Wir haben immer dieses Hoch und Nieder, entweder oder, aber zu wenig dieses sowohl als auch, und am Arbeitsmarkt sehen wir das natürlich am besten. Ich habe als Kind noch gehört, lebenslanger Job, sichere Ausbildung. Dann gehst du zu einem Konzern und da bleibst du bis zur Rente. Heute wissen wir in Deutschland, dass jeder, der heute in Deutschland die Schule fertig macht, bis zum Eintritt der Rente mindestens 10 Anstellungsverhältnisse hat. Und das wird mehr. Früher wurde mir gesagt, die Rente ist das große Lebensziel. Wir wissen natürlich in Deutschland oder Österreich, dass wir eine Rente bekommen, aber definitiv nicht mehr die Rente, von der die Großeltern gesagt haben, das ist das große Lebensziel. Was wir aktuell an Enttäuschung erleben in dieser Welt oder die innere Krise des Wohlstandes ist, dass die zwei Sicherheitsmechanismen der alten Welt, die zwei Organisationsmodelle, wo wir die Sicherheit ausgelagert haben, der lebenslange Arbeitgeber und danach der Staat, die existieren nicht mehr. Und dann hören wir noch so Dinge wie, oder hören Studien oder sehen Studien vom World Economic Forum, 65% der Jobs, die wir in den nächsten 7 bis 10 Jahren haben, die existieren noch nicht und keiner weiß, wie wir da hinkommen, deshalb sollten wir uns auf die Reise machen. Es gibt Menschen, die sehen diese Zahlen und bekommen die Krise. Und es gibt andere Menschen, und das seid wahrscheinlich ihr, die sehen diese Zahlen und sagen, das ist die größte Chance in der Geschichte der Menschheit, endlich den eigenen Weg zu gehen, weil die Karten werden neu gemischt und jeder kann mitspielen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Unternehmen. Und es gibt viele Vordenker, ja, auch viele Künstler, die eigentlich als Manager versteckt arbeiten, die ab und zu so Sprüche sagen oder zu den Führungskräften sagen, wollen Sie Mitarbeiter, die kreativ und selbstständig arbeiten oder wollen Sie hochangepasste Ausführungsaffen? Und natürlich sagt jede Führungskraft, ich möchte Leute, die selber mitdenken. Und es gibt Untersuchungen, man Führungskräfte fragt, was braucht die Zukunft, welches Menschenbild, dann hört man immer dasselbe auf allen Kontinenten. Fehlerkultur und Experimentierfreude, Dinge hinterfragen und die Lernlust. Und gleichzeitig sagen aber 85% der deutschen Manager, ich als Manager bin bereit für den Wandel, aber nicht meine Mitarbeiter. Das sind dieselben Mitarbeiter, die letzten 40 bis 50 Jahre alle anscheinend nach gut genug waren, um die Ziele umzusetzen, und plötzlich verlangen wir Neues. Und ich glaube, der größte Mindshift, der passieren muss, ist, dass wir verstehen müssen, dass jeder, der uns umgibt, mindestens eine Sache sieht, hört, fühlt oder denkt, die wir einfach nicht sehen. Und das bedeutet auch, dass wir wieder beginnen müssen, über Generationen drüber zu denken. Ich erlebe heute in Unternehmen, die ich auch begleite, dass man teilweise wieder die Pensionisten zurückholt, um die Dynamik der Jugend ein bisschen auszugleichen und ihnen mehr Geduld und Gelassenheit näher zu bringen. Wir müssen verstehen, dass die Jugendlichen die Dynamik haben und die Zugänge zu neuen Themen, aber die älteren Menschen, die haben die Weisheit und kennen alle Abkürzungen im Leben. Und plötzlich merken wir, dass wir erst in dieser Kombination der Generationen fit werden für die Zukunft und eben nicht in diesem Entweder-Oder. Aber jetzt komme ich aber schon zum größten Problem, das wir haben. Und ich glaube, das ist dieser Denkansatz, den ich oft höre, dass nicht alle Menschen Potenziale haben. Die Wahrheit ist, ich höre das sehr, sehr oft. Nicht alle meine Mitarbeiter können Neues lernen, sich auf schwierige Dinge einlassen, aus Fehlern lernen, ach, der doch nicht. Und das Problem ist, das denken wir auch über uns selbst, dass wir nicht so fähig sind, also nicht die Fähigkeit in uns haben, uns an Neues anzupassen. Und das Interessante ist, es gibt zwei Dinge, die für unser Gehirn das Schwierigste sind beim Lernen. Das ist die Muttersprache oder überhaupt eine Sprache und der aufrechte Gang. Der aufrechte Gang ist nichts anderes als auszubalancieren, nicht auf die Schnauze zu fahren. Das heißt, wenn jemand von euch gestern Abend zu viel Bier gesoffen hat, hat sich diese Software, die angelernt ist, quasi abgedreht, ihr seid zum Taxi getorkelt und habt wahrscheinlich neben das Taxi gekotzt, anstatt ins Taxi, wie man das richtig machen sollte. Ja? Das ist normal. Also, ich hatte das in meiner Jugend. Ja. Und gestern, nein. Aber fangen wir an zu sagen, wie haben wir sprechen gelernt? Ich meine, wären wir in Italien geboren, könnten wir heute fließend Italienisch. Wären wir in Spanien geboren, könnten wir fließend Spanisch. Wenn wir in China geboren, könnten wir heute Kantonesisch oder Mandarin. Aber wie haben wir das gelernt? Stand jemand neben uns mit einem Heft und hat gesagt, deine Babyfreunde können schon alle deutsche Muttersprache. Was ist los mit dir? Bist du so blöd oder kannst du nicht? Am Tag unserer Geburt wussten wir dann nicht mal, dass es die Muttersprache gibt. Wir sind herumgelegen, wir haben herumgeblickt, haben Gaga Gugu gemacht. Und dann steht einer neben uns und sagt 100-mal am Tag, Ali, 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 irgendwann check ich, Digga, der meint mich. So. Das passiert. Ihr braucht nicht applaudieren, ihr müsst den Babys applaudieren, ja? Und dann geht dieser Dialog los. Und circa mit dem ersten Lebensjahr ist das Gehirn in einer Art der Reife, wo es dann noch mehr beginnt zu spiegeln, Dinge nachzureden. Und Kinder lernen in diesem Alter was Wichtiges. Wenn ich lächle zum Beispiel, bekomme ich ganz viel Liebe. Wenn ich schreie, bekomme ich die Dinge noch schneller. Das ist der Grund, also Kinder haben einen irren Selbstwert. Es gibt Dreijährige, die schmeißen sich in irgendeinem Supermarkt auf den Boden, weil sie etwas nicht bekommen. Die schreien die ganze Bude zusammen. Niemand von euch, egal wie selbstbestimmt ihr seid, ihr würdet euch niemals in einem Edeka auf den Boden schmeißen, weil Knoppers um 10 aus ist. Ja. Ihr würdet euch nie trauen. Ihr würdet sagen, ach, ist das schon aus? Oh, ja, schade. Ja. So.
Und dann beginnt dieses Kind, alles zu spiegeln. Beginnt die ersten Worte euch nachzusprechen und niemand sagt zu diesem Kind, das hast du falsch gesagt, das Wort stimmt nicht. Und irgendwann läuft dieses Kind in der Gegend herum und spricht die Muttersprache. Aus dem Nichts heraus, ohne Grundwortschatz, ohne Lernförderung und Forderung. Und 10 Jahre später sitzt man beim Elternabend und hört so, naja, ihr Kind ist sprachlich nicht begabt. Dieses Kind hört das, bekommt das mit, das wird in das Kind interpretiert. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, 15 Jahre später sitzt dieses Kind in einem Unternehmen, alles wird international, es gibt plötzlich Kurse in Englisch. Und was sagt dieser Mensch? Ich war noch nie gut im Sprachenlernen. Das kann ich nicht. Ich und Sprachen, vergiss es, ich mache nicht mal Urlaub im Ausland. Außer in Thailand, da spricht jeder Deutsch. Ja. Und das Zweite ist, wie haben wir Laufen gelernt? Laufen ist eine der schwierigsten Dinge für uns. Und wir haben nicht Laufen gelernt, indem wir aufgestanden sind, ha, jetzt gehe ich spazieren. Und es gibt leider aus der Nazi-Zeit Experimente oder überlieferte Dokumente von Experimenten, wo man Kindern nach der Geburt die Eltern weggenommen hat. Und diese Kinder haben niemals gesehen, wie ein Erwachsener aufrecht geht. Und die sind im Alter von 3 Jahren noch gekrabbelt. Das heißt, das ist eine Sache, die wir lernen durch unsere Umgebung. Und Kinder wollen Teil einer Gesellschaft sein. Die liegen zuerst am Rücken, dann ist irgendwann die Muskulatur stark genug. Sie wollen es den Eltern nachmachen, den Vorbildern, die vorleben, wie es sein kann. Und irgendwann beginnt ein Kind zu krabbeln, weil eben die Muskulatur stark genug ist und die Arme. Und das Kind beginnt wie verrückt zu krabbeln. Es gibt kein Baby, das in der Ecke sitzt und sagt, naja, krabbeln ist langweilig. Ich warte, bis ich gehen kann. Das gibt's nicht. Die krabbeln wie verrückt in der Gegend herum. Die Eltern laufen hinterher, versuchen das Kind zu retten vor der Steckdose. Und das Kind beobachtet die Eltern, also die Gesellschaft, und möchte es ihnen gleich tun, eben gehen. Und dann beginnt das Kind, es ihnen nachzumachen. Es beginnt, die ersten Schritte zu machen. Das Kind versucht es den Eltern nachzumachen. Es zieht sich, hangelt sich hoch, ein Schritt nach dem anderen. Aber was passiert? Ganz normal, das passiert allen Kindern. Das Kind fällt auf die Schnauze. Das Kind macht einen Fehler. Aber dieses Kind weiß nicht, dass es einen Fehler macht. Niemand sagt diesem Kind, dass du einen Fehler machst und du musst es besser tun. Ein Kind fällt am Tag zwischen 100 und 700 Mal auf die Schnauze. Aber ich habe noch nie ein Baby gesehen, das zu den Eltern sagt, Mama, Papa, ich habe jetzt 40 Mal versucht, gehen zu lernen, das wird nichts mehr. Ich habe keine Fehlerkultur, ich bin Deutscher. Für den Rest meines Lebens bitte Kinderwagen schieben. Dieses Kind, das aufgibt, das werdet ihr nicht finden. Auch Kinder, die in Rollstühlen sitzen, auch die haben immer versucht, das zu tun, was sie am besten können. Und wir müssen uns daran zurückerinnern, wer wir sind. Und das Interessante ist, unsere Eltern haben damals eine wunderbare Art der Führung gehabt. Sie standen nicht neben uns und haben gesagt, warum kannst du das nicht? Deine Babyfreunde können das besser. Unsere Eltern haben auch nicht gesagt, ich nehme dich an der Hand und zeige dir, wie das funktioniert. Weil unsere Eltern haben gewusst, wenn sie das tun würden, dann würden wir niemals zu Erwachsenen werden, die auf eigenen Beinen gehen können. Unsere Eltern wussten instinktiv, dieses Kind muss diese Fehler machen, es muss hinfallen. Es muss all diese Schritte der Fehler machen, damit es für den Rest seines Lebens auf eigenen Beinen gehen kann. Und dann sagen wir in dieser Welt auch noch ständig, wir brauchen Menschen, die alles hinterfragen. Habt ihr schon mal mit 3-jährigen Kindern einen Nachmittag verbracht im Park? Warum? Warum ist der Mond rund? Warum kann das Ding fliegen? Hochphysikalische Fragen. Und was sagen die Eltern? Warum? Die Banane ist, die ist krumm. Frag nicht so blöd. Ja? Erlebt man ständig. Wir wissen, dass man einem Kind ab dem 10. Lebensjahr eher beibringen sollte, alle Strukturen und alle Regeln, die es gelernt hat, zu hinterfragen. Das heißt, wenn das Kind etwas fragt, zurückzuschmeißen, okay, kannst du es mir erklären oder mehr in einen Dialog gehen, aber nicht sofort sagen, weiß ich nicht und vor allem, frag nicht so blöd. Wir haben alles, was wir benötigen in unserem Leben und wir stellen ständig diese großen Fragen, warum, aber lernen eines Tages so nicht. Wir lernen, mach 0 Fehler, dann bist du gut. Lern Dinge, die du später im Leben nicht brauchst, tu es einfach. Und dann bekommst du ein tolles Zeugnis. Wir klopfen dir auf die Schultern, aber du weißt schon, ab nächster Woche, wenn du in einem Unternehmen sitzt, wollen die Leute das Gegenteil von dir. Die wollen nämlich von dir ein Menschenbild, wo du Fehlerkultur hast. Experimentierfreude. Du sollst Dinge hinterfragen und eine Lernlust haben. Und ich glaube, der große Trick ist, dass wir uns einfach nur mehr erinnern müssen. Dass es nicht Dinge sind, die wir durch einen coolen Kicker oder bunte Tische irgendwo im Unternehmen haben, sondern wir müssen den Prozess gehen, Menschen zu begleiten, zu verstehen, wer sie sind. Die Wahrheit ist, wer heute über die Zukunft nachdenkt, muss verstehen, dass man Zukunft nicht auslagern kann, sondern wir können alle Teil davon sein. Aber die Frage ist, welche Zukunft wollen wir haben? Wenn wir eines Tages auf unser Leben zurückblicken, welche Welt haben wir hinterlassen? Wo haben wir versucht, eine kleine Schraube zu drehen? Und das Verrückte ist in der Welt, wir leben in der besten aller Welten.
Wir haben seit 70 Jahren Frieden in Europa. Wenn wir uns heute die Hand brechen in Deutschland, gehen wir in das nächste Krankenhaus und jemand kümmert sich um uns. Das Schlimmste, was wir haben, sind Wartezeiten. Wenn wir Durst haben, können wir aus der Wasserleitung trinken. So sauber ist das Wasser oder aus der Toilette sogar manchmal. Ja. Uns geht es besser, glaube ich, als wahrscheinlich 90% dieser Weltbevölkerung. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wer heute in dieser schnelllebigen Arbeitswelt mit Menschen zu tun hat, muss verstehen, dass jede Art von Führung immer damit zu tun hat, mit dem Schicksal oder mit der Lebenszeit von Menschen einfach umzugehen. Was ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr beginnen müsst, eure eigene Lebenszeit wirklich wertzuschätzen, zu verstehen, dass die Karten neu gemischt sind und vor allem, wenn wir eine bessere Zukunft wollen für uns selbst, müssen wir eine simple Sache verstehen. Wir alle in diesem Raum sind diese Zukunft und sonst niemand anderer, aber ich bitte euch, eure eigene und vor allem die Lebenszeit anderer Menschen nicht zu verschwenden. Dankeschön.